was generell nicht, also keine Ahnung, selbst wenn mich jetzt so 12-Jährige anschreiben würde, ich würde doch nicht antworten. So, weißt du, aber wenn die Real-Life an meiner Haustür steht, dann fick ich die doch weg. Ich habe mittlerweile viel über Pädophile erfahren und ich weiß, die versuchen unter allen Umständen, deren Krankheit zu unterdrücken und zu vertuschen. Dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr Kinder ficken wollt oder so, also Kinder jetzt, also so Fans oder so, die Tipps, die ich euch mitgeben kann, ihr dürft keine Beweise im Internet hinterlassen. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel zu euch kommt, dann müsst ihr direkt das Handy wegnehmen. Jo Leute. Winterzeit, Erkältungszeit. Aber warum stecken wir uns im Winter eigentlich leichter mit Viren an als im Sommer? Und ob KuchenTV nun pädophil ist oder nicht, das alles erfahren wir in den nächsten 400 Sekunden. Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder mal, sag euer bester Freund. Richtig heikles, heftiges Thema heute. Ich habe mir den Ausschnitt, dieses Beweisstück, was mir viele, viele Leute geschickt haben, noch nicht reingezogen bezüglich KuchenTV. Meine lieben Freunde, ich werde mir das jetzt gleich live reinziehen, live darauf eine Reaktion geben und bin echt gespannt darauf, warum so viele Leute mir das geschickt haben und was für ein Beweis das sein soll. Nichtsdestotrotz, ihr hört es an meiner Stimme, Freunde, ich bin krank, mir geht es nicht gut. Das liegt auch höchstwahrscheinlich daran, dass ich vor 2 Tagen in Aachen stundenlang im Regen stand. Hey Leute, ganze Straße ist full. Keine Ahnung, wie viele 100 Leute hier sind, aber einfach im dreckigsten Regen sind wir gerade unterwegs zu Hustensaft Jünglingskonzert. Ehrenmänner alles. Hallo Eichmann! Für all diejenigen, die dieses Video nicht gesehen haben, erster Link unten in der Videobeschreibung. Sag Wallah. Aber kommen wir jetzt mal zurück zum Video. Ich ziehe mir jetzt mal dieses Beweisstück rein und werde einfach mal live darauf reagieren. Und naja, vielleicht ergibt sich da ja was. Was generell nicht, also keine Ahnung, selbst wenn mich jetzt eine 12-Jährige anschreiben würde, ich würde doch nicht antworten. So, weißt du, aber wenn die im Real Life an meiner Haustür steht, dann fick ich die doch weg. Hohoho, Leute, muss los. Das geht noch ein ganzes Stück weiter. Ich habe aber jetzt extra mal hier pausiert, ja? Er sagt, er würde eine 12-Jährige mitnehmen. Das heißt, er würde sie sich gönnen, wenn sie vor seiner Haustür stehen würde. Okay. Aber man muss da natürlich sehr, sehr differenziert an die ganze Sache rangehen, Freunde. Erstens, es sind keine heimlichen Aufnahmen von ihm, ja? Er ist sich bewusst darüber, dass ihm ein paar tausend Leute zugucken. Wieso sollte er sich selbst exposen vor so vielen Zuschauern und sich selbst ins Bein schießen und als Pedo outen? Wegen Farids Ruf. Dieser Typ ist bekannt für seinen schwarzen Humor und ich denke mal, das hier ist einfach nur sarkastisch und ironisch gemeint, weil es halt schon seit längerem diese Vorwürfe ihm gegenüber gibt. Sei es nun durch ABK, vor einiger Zeit wurde den Beef hatten, schon davor gab es, bevor ABK überhaupt damit ankam, gab es schon diese Gerüchte und er selbst hat sich immer und immer wieder darüber lustig gemacht. Warum sollte man in der Öffentlichkeit, wenn man wirklich denn Pedo sei, sowas so stark rausposaunen? Und viele sagen jetzt in diesem Punkt, ja, der will jetzt irgendwie diese unterdrückten Gefühle, er versucht das halt zu unterdrücken, aber er will das auch irgendwie nach außen rausposaunen, aber halt verkleidet im Mantel von Sarkasmus, schwarzem Humor und so weiter und so fort. Leute, ich komme ja auch nicht in jedem Video an und sag euch, ja, ich würde die gerne von hinten nehmen, weil ich auf Arschfick stehe und so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Schwachsinn. Keiner kommt mit seinen geheimen Fetischen und geheimen Wünschen an in die Öffentlichkeit und posaunt das groß raus, beziehungsweise macht es auf eine sarkastische Art und Weise, um irgendwelche Komplexe damit zu verarbeiten. Also bei mir ist das zumindest nicht so. Keine Ahnung, wie es bei ihm ist, aber bis jetzt hört sich das schon sehr sarkastisch an, was er da sagt. Wenn man jetzt mal alle Details so zusammenfasst. Aber wir gucken mal weiter. So, aber es ist immer klug, ihr dürft nie, das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr Kinder ficken wollt oder so, also Kinder jetzt, also so Fans oder so, die Tipps, die ich euch mitgeben kann, ihr dürft keine Beweise im Internet hinterlassen, so, ja? Also wenn ihr zum Beispiel zu euch kommt, dann müsst ihr direkt das Handy wegnehmen. So, und jetzt gibt er einfach pädophilen YouTubern Tipps. Yo, Olli, das war jetzt an dich gerichtet, mein guter alter Freund, halt dich doch einfach da dran. Hätte KuchenTV diesen Stream früher hochgeladen, wäre Yo, Olli, dieser ganze Stress erspart gewesen. Zumindest merkt man hier an der Stelle, natürlich an der Stelle, dass das 100% Sarkasmus ist. Und Leute, warum nehmt ihr sowas ernst? Ich brauche da schon gar nicht weiter zu gucken. Da sind noch so locker 1 Minute Ausschnitt, die mir geschickt wurden. Man hört das doch einfach raus, Leute, dass das Verarsche ist. Das ist einfach schwarzer Humor. Das ist einfach Ironie. Das ist offensichtlich, Leute. Das ist Sparta! Ah!
Egal, ich guck mal weiter. Also, oder sagen, jo, wir schalten das Handy jetzt aus, dass es halt keine Beweise gibt so dafür. Und am nächsten Tag, wenn sie geht, darf sie es wieder anmachen. Und ihr dürft auch nie Snaps oder sowas versenden. Das ist auch ganz wichtig. Ja, weil wenn ihr jetzt, also wie zum Beispiel dieser Jo-Olli, wenn ihr jetzt schreibt, ja, das musst du wissen damit, also jeder weiß ganz genau, okay, der würde die knallen, so, weißt du. Und dann steht man halt direkt richtig kacke da. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ja, dass ihr nie irgendwie Snaps oder sowas verwendet. Immer wenn ihr auch Nacktbilder von Minderjährigen kriegt, dann müsst ihr immer sagen, stopp, hier ist eine Grenze erreicht, so. Aber ihr wisst ganz genau, wenn die jetzt vor euch steht, dann würdet ihr die halt einfach mitnehmen, warum nicht? Also das sind so die Tipps, die ich euch mitgeben kann. Ja gut, Freunde, dieser letzte Part hat es endgültig bewiesen. Das ist Trolling auf höchstem Niveau, der hat einfach alle Leute da getrollt. Die meisten werden natürlich nicht darauf reinfallen, aber ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, die Menschen, die jetzt intellektuell nicht so ganz bewandt sind und... Aufgrund der Einhaltung politisch korrekter Inhalte musste die folgende Szene ausgeblendet werden. Wir bitten um ihr Verständnis. Die fallen natürlich auf sowas rein. Der hat einfach damit getriggert und hat höchstwahrscheinlich darauf gehofft, dass irgendwelche Spastis wie ich dann darauf reagieren, da ich halt sehr anfällig bin für solche Themen und einfach überall die Klicks mitnehme, die ich mitnehmen kann. Und an der Stelle danke ich einfach mal den ganzen Leuten, die mir immer mal wieder Sachen zusenden. Ohne euch wüsste ich gar nicht, was für Videos ich raushauen soll. Deswegen hier ein Kuss auf euren Nacken. Boom! Und was diese Sache mit KuchenTV betrifft, Freunde, ich denke nicht, dass er pädophil ist. Ein Pädophiler würde das nicht so krass rausposaunen. Ich habe mittlerweile viel über Pädophile erfahren und ich weiß, die versuchen unter allen Umständen, deren Krankheit zu unterdrücken und zu vertuschen. Kein Pädophiler, der wirklich pädophil ist, der wirklich auf kleine Kinder steht, posaunt das so krass heraus und macht sich so darüber lustig wie KuchenTV. Aber jeder hat eine andere Art und Weise, seinen schwarzen Humor auszuleben. Das ist halt seine Art und Weise. Wie gesagt, man muss das nicht gutheißen. Ich heiße es auf keinen Fall gut. Ich feiere das auch nicht. Nichtsdestotrotz habe ich ja auch meine ekelhaften Seiten, wo ich mich über Schwarze zum Beispiel lustig mache oder über Kurden und so weiter und so fort. Und das ist noch nicht mal böse gemeint, Freunde. Ja, das ist noch nicht mal böse gemeint. Es dient nur der Unterhaltung. Es heißt ja auch schwarzer Humor und ist halt nicht für die breite Masse da draußen gedacht. Vor allem nicht für irgendwelche Prank-Bros-Zuschauer oder Rebecca Wing oder Tilan, die halt so einen Shit da feiern. Für die ist das einfach zu hoch. Aber kann ja auch sein, dass ich mich komplett in diesem Punkt irre, Freunde. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Arzt, ich bin kein was weiß ich was. Ihr könnt mir ja eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Denkt ihr wirklich, er ist pädophil durch diese Aussagen, die er da tätigt? Ja oder nein? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das war's auch schon von mir, meine lieben Freunde. Ich gehe mich jetzt mal ein wenig auskurieren. Ich muss gleich auch noch alles aufgeräumt werden. Und hoffentlich kehrt dann endlich Ruhe in meinem Leben ein, Leute. Die letzten Tage waren mega, mega stressig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für euren heftigen Support in letzter Zeit. Hashtag bester Freund, Freunde. Passt auf euch auf. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mosak.